Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, heute mit ärztlicher Unterstützung, und zwar Dr. Anna-Theresa Bauer aus München. Hallo Anna. Hallo Steffi. Wir werden heute über das Thema Lymphödem und Kurkuma sprechen, und das ist insofern besonders interessant, weil Anna ist selber betroffen vom Lymphödem, aber auch plastische Chirurgin und operiert Lymphödeme. Und als wäre das noch nicht genug, du forschst auch noch im Bereich Lymphödem. Genau. Die Forschung im Bereich Lymphödem steckt ja doch noch sehr in den Kinderschuhen, muss man sagen. Und das erschwert uns Betroffenen natürlich zum einen Verständnis zu erlangen und zum anderen Therapien bezahlt zu bekommen. Mhm. Jetzt bist du aber hingegangen und hast Kurkuma an Lymphödem-Fettzellen getestet, was ja auf dem Gebiet total neuartig ist. Mhm. Wie bist du darauf gekommen und wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Da hast du völlig recht. Die Forschung steckt in den Kinderschuhen. Das ist wirklich ein Problem, auch jetzt gerade, wenn es um Kassenleistungen bei Liposuktion etc. geht, weil wir einfach so wenig Daten haben, auf denen wir argumentieren können oder auch die Politik argumentieren kann. Ich bin ja Ärztin und Wissenschaftlerin, wie du gesagt hast. Also von dem her versuche ich einfach da die Grundlagen zu liefern, mit denen, auf denen dann sozusagen diagnostische Tests entwickelt werden können, vielleicht auch noch weiter die Therapieziele erreicht werden können. Also ich bin ja Schulmedizinerin und sauge auch ab und bin abgesaugt worden, und ich habe deinen Weg verfolgt seit dem ersten Tag, wo ich die Diagnose bekommen habe. Daher kenne ich dich aus YouTube sozusagen schon sehr lange und habe auch das mit dem Kurkuma dann sozusagen durch dich so ein bisschen geliefert bekommen, oder auch dann die vielen positiven Patientenberichte, die man ja auch sieht und auch immer wieder hört, und auch bei mir in der Sprechstunde. Das ist einfach wirklich Wahnsinn. Und da dachte ich mir, okay, es gibt viele Daten zu Kurkuma, zu den positiven Eigenschaften, aber keiner hat so wirklich das mal getestet auf Lymphödem-Fettzellen. Mhm. Wie bin ich da überhaupt dazu gekommen? Auf Fettzellforschung sozusagen, da bin ich ja schon länger dran und habe auch schon die ersten Unterschiede publiziert, die es zum Lipidemfett im Vergleich zu normalen Fettzellen gibt. Also es ist resistenter, es macht andere Dinge. Und deswegen war das auch dann umso spannender, da noch was mehr drüber zu erfahren. Mhm. So, als absoluter Laie, wie genau muss man sich das vorstellen, wenn du sagst, dass du das Kurkuma an den Lipidemfettzellen getestet hast, und was genau hast du da quasi gesehen? Man muss sich das so vorstellen, wir operieren ja ganz normal im OP, und dann ist es natürlich so, dass man nur einen kleinen Teil der Fettzellen bekommt oder der Fettmenge. Das ist alles hochstandardisiert, hochsteril wird es dann in Kultur gegeben, die Fettzellen, und dann beobachtet man die eigentlich, was die so machen, welche Faktoren die machen, und als Kontrolle hat man immer eine quasi Fettzellprobe von Patientinnen ohne Lipödem dabei, und dann sieht man eben oder kann man verschiedene Dinge messen. Ja, man misst zum Beispiel, wie die Zellen wachsen, wie schnell die Zellen wachsen, was die sonst so machen in ihrer Entwicklung, und dann kann man auf genetischer Ebene weiter gucken, was gibt es da für Unterschiede. Also das ist eigentlich so die Basis meiner Lipödem-Forschung, die Unterschiede daraus zu finden oder die Charakteristika besser gesagt, um das Lipödem einfach besser kennenzulernen, besser zu beschreiben eben in dieser Form. Tatsächlich ist es dann so, dass man eine Petrischale hat, wo sozusagen diese Zellen leben, und dann kann man da verschiedene Stoffe natürlich dazugeben, wie bei jeder Forschung auch, unter anderem eben Kurkuma. Das ist ja auch mehrfach getestet worden bereits von vielen, vielen anderen Wissenschaftlern weltweit, und der positive Effekt von Kurkuma gegen Entzündungen oder auch teilweise gegen Krebs ist ja beschrieben und publiziert. Also das war nichts Neues in dem Fall, diesen Stoff zu versuchen, sondern einfach die Tatsache, dass es bei Lipödem-Zellen getestet wird, und da fanden wir eben raus, dass es tatsächlich einen Effekt hat, dass es sozusagen auch die Zellen beeinträchtigt oder beziehungsweise halt viele Zellen schon nach 24 Stunden in den ewigen Schlaf gehen, also sozusagen sich ablösen vom Untergrund und dann in den Zelltod gehen, in die Apoptose, bereits bei sehr geringen Konzentrationen. Für mich als Laie ist natürlich besonders spannend, dass du auch diese Bilder aus dem Labor mitgebracht hast, denn ich kann zwar als Betroffene sagen, ich nehme jetzt schon lange Kurkuma und ich habe damit absolut positive Erfahrungen gemacht, aber das jetzt nochmal so greifbar anhand von Bildern demonstriert zu bekommen, was da eigentlich passiert, ist natürlich jetzt das Spannende. Magst du uns einmal erzählen, was man da beobachten kann? Ja, sehr gerne. Es ist ziemlich einfach eigentlich. Man sieht die Petrischalen, man guckt durchs Mikroskop durch, und das Mikroskop hat eine Funktion, dass es Bilder machen kann. Da sieht man eben die Zellen erstmal unbehandelt, dann nach 24 Stunden mit verschiedenen Kurkuma-Konzentrationen, und man sieht, dass da erstmal gar nichts passiert, also dass die Zellen einfach weiterleben, wenn die nicht behandelt werden mit Kurkuma. Wenn man aber Kurkuma dazu gibt, dann tut sich bereits bei sehr geringer Konzentration nach 24 Stunden tut sich was. Man sieht hier diese abgehobenen Zellen vom Untergrund abgelöst. Und die sind so weiße Flecken, und das sind die Zellen, die sich zusammengerollt haben und die quasi in den ewigen Zellschlaf gehen oder in den Zelltod teilweise. Und das sieht man eben nach
einer höheren, ein bisschen höheren Konzentration noch viel, viel deutlicher, dass dann nach 24 Stunden das einfach einen Effekt auf die Zellen hat. Im zweiten Bild sieht man das mit dem blauen Pünktchen. Das ist einfach eine andere Art der Färbung. Also wir haben die Zellkerne angefärbt. Das ist einfach nur, dass man dann unter dem Fluoreszenzmikroskop nochmal erkennen kann, wo sind die Zellkerne bei den Zellen. Und dann sieht man nach Zugabe von einem Kurkumin, dass es einfach auch die Zellen verändert, dass da sozusagen die meisten Zellen weg sind oder beziehungsweise keine, viel weniger blaue Punkte sind und dass die blauen Punkte sich auch verändern in ihrer Form. Das ist so ein Hinweis für die Apoptose, sagen wir. Also das ist auch einfach rein deskriptiv, das sind unsere Beobachtungen, wie wir sie von anderen Zellen eben auch kennen und anderen Versuchen. Und das deutet einfach darauf hin, dass die Zellen unter Kurkuma da in die Apoptose gehen. Das ist auch nicht neu, wie gesagt, nur bei Lipödem ist es neu und Kurkuma hat diesen entzündungshemmenden Effekt. Das konnte ich, wie gesagt, nicht nur nachlesen, sondern auch bei Lipödemzellen nachweisen, dass die Lipödemzellen ein hohes Maß an Entzündungsfaktoren produzieren. Und das bedeutet, dass die einfach, wir haben die ja beobachtet im Labor und haben einfach geguckt, welche Faktoren produzieren die. Und da waren halt viele Entzündungsfaktoren dabei. Mhm. Das heißt, es dürfte so eine Art sterile Entzündung sein, die da in dem Gewebe stattfindet. Das ist ja alles auf molekularer Ebene, da hat deswegen keiner Fieber oder irgendwie Entzündungszeichen, sondern das ist wirklich rein diese Zellen, die diese Entzündungsfaktoren wie Interleukin 8, TNF-Alpha oder CXCL17 machen, die findet man einfach im Überstand von diesen Reagenzschalen. Das ist einfach Teil der Forschung, die wir schon publiziert haben. Und deswegen macht es für mich auch Sinn, dass das, guck mal, bei deinen in deiner Erfahrung nach auch gut wirkt gegen eben Schmerzen bei Lipödem und eben auch vielleicht einfach diese generelle Entzündung im Körper minimiert und dadurch einfach positive Effekte entstehen auf die Lebensqualität. Mhm. Wir sind da natürlich ganz am Anfang mit der Forschung, auch bei der Lipödem-Forschung und das sind wie gesagt nur Fallstudien, also Einzelfälle, wo man dann einfach dem nachgeht und sagt, ach toll, das hat einen Effekt. Und wie gesagt, weil du warst schon operiert, aber auch dann wissen wir ja, dass es, dass nicht alle Symptome auf einmal weg sind, ja, sondern dass auch die OPs natürlich das erkrankte Lipödemfett absaugen. Und das ist gut so. Ich weiß auch nicht, inwieweit jetzt das Kurkuma alleine bei einer nicht operierten Lipödempatientin dann das wieder reversibel macht. Dazu kann ich nichts sagen. Wir wissen halt, dass es sozusagen unterstützend einfach genommen werden kann. Ganz besonders spannend, wenn man über das Thema Lipödem spricht, sind ja auch die Hormone. Und da gibt es ja im Bereich der Kurkuma-Forschung auch schon Erfahrungen in Bezug auf das Adiponektin. Das ist ja so ein Hormon, das in den Fettzellen produziert wird. Gibt es da schon irgendwie neue Erkenntnisse? Interessant, dass du das Adiponektin ansprichst. Das haben wir auch gemessen in unserer allerersten Arbeit und konnten da in den Lipödem-Fettzellen nachweisen, dass es tatsächlich sehr viel niedriger ist. Das heißt also viel weniger von denen produziert wird als von normalen Fettzellen. Und das Adiponektin ist ja seit langem bekannt, dass es eine positive Auswirkung hat auf den Glykogenstoffwechsel, also auf den Zuckerstoffwechsel, auf den Fettstoffwechsel und sozusagen auch auf das metabolische Syndrom. Hier ist es so, dass das Kurkuma einen fördernden Effekt auf die Bildung von Adiponektin in Fettzellen hat. Mhm. Das habe nicht ich rausgefunden, sondern andere Wissenschaftler. Mhm. Kann man alles nachlesen. Es ist eben jetzt, wo wir sagen, okay, da schließt sich wieder der Kreis mit dem Lipödem. Da ist es erniedrigt. Das Kurkuma fördert, dass es erhöht wird, so wie in normalen Fettzellen. Mhm. Und das macht alles wieder so Sinn. Jetzt ist es ja auch so, dass man immer wieder liest oder hört, dass das Lipödem eine chronisch entzündliche Erkrankung ist. Ähnlich wie zum Beispiel meine Colitis ulcerosa oder viele Lipödem-Patienten haben zum Beispiel auch mit Schilddrüsenerkrankungen zu tun, die entzündliche Prozesse mit sich bringen. Gibt es dazu irgendwas, was du sagen kannst? Es ist eine interessante Beobachtung, die wir auch gemacht haben in so einer Studie, wo es eben um die klinischen Nebenerkrankungen geht, dass tatsächlich Hashimoto und Schilddrüsenerkrankungen vergesellschaftet sind. Und tatsächlich haben wir im Lipödem-Fettgewebe auch viele Entzündungsfaktoren gemessen und nachgewiesen. Das heißt, da sind wir auf einem guten Weg. Und das würde auch erklären, warum sozusagen in der Symptomatik deine Patientinnen so gut tut, wenn sie diese entzündungshemmenden Stoffe wie Kurkuma oder andere zu sich nehmen. Das weißt du ja aus eigener Erfahrung am besten, was das für einen positiven Effekt haben kann. Da glaube ich schon, dass wir da einen Link auf jeden Fall haben und dass der auch noch weiter untersucht werden muss. Ja, also das sind super interessante Neuigkeiten, die du da mitgebracht hast und natürlich auch super Ansätze. Jetzt ist halt die Frage, wie
geht das Ganze in der Praxis weiter? Wie ist das umsetzbar? Hast du da schon Vorstellungen? Tatsächlich ist es ja so, dass du wahrscheinlich die größere Feldstudie dazu hast als ich. Tatsächlich. Ja, aber so ungewollt. Und deswegen müssen wir das natürlich alles so ein bisschen klinisch und kontrolliert nochmal machen. Tatsächlich glaube ich, dass es in Zukunft auch immer wichtiger sein wird. Wir machen ja Ernährungsstudien kontrolliert im klinischen Setting. Und da ist es aber so, dass man halt wirklich noch abwarten muss, bis die Ergebnisse fertig sind. Es sind viele Patientinnen sehr interessiert daran und zu Recht, weil ich glaube, dass man nicht ein Leben lang bei Lipödem eine OP im Jahr machen kann, sondern dass man halt auch irgendwann so viel Fett abgesaugt hat, dass es in die Erhaltung geht des Ergebnisses. Und da sind natürlich Ernährung, Sport und Nahrungsergänzung, Supplementierung wahnsinnig wichtig. Und da glaube ich auch wirklich an die Kraft der Natur, an die du schon lange gekommen bist oder glaubst. Und da glaube ich wirklich, dass das in Zukunft auch eine große Rolle spielen wird und weshalb es auch wichtig ist, sich in der Medizin da auch zu öffnen und zu sehen, okay, wir können die Patienten absaugen. Das ist auch super wichtig, dass das Fett weg ist, dass es eine sofortige Schmerzerleichterung für die Patienten ist. Aber es gibt ja auch ein Leben nach der Operation und es gibt ein Leben mit, hoffentlich, dass sozusagen dann auch Lipödem frei bleiben soll, ohne Rezidive. Und ich glaube, da kann uns die Natur sehr gut helfen dabei. Da sind wir natürlich sehr gespannt, wie es weitergeht im Bereich der Lipödem-Forschung. Und da werden wir wahrscheinlich noch viel hören. Ich weiß natürlich, das braucht viel Zeit, aber das geht halt nun mal nicht von heute auf morgen. Und dieses Beispiel hier zeigt eigentlich auch nur, wie wichtig der Austausch ist. Also absolut. Erfahrungsaustausch. Und wenn ihr positive Erfahrungen mit irgendwas gemacht habt, dann schreibt es, sagt es. Im günstigsten Fall befeuert das Ganze noch die Wissenschaft und regt zur Forschung an, wie es im Fall von Kurkuma jetzt passiert ist, was mich natürlich sehr freut. Also vielen Dank für dein Engagement. Vielen Dank, dass du hierher gekommen bist. Sehr gerne, vielen Dank. Wir freuen uns natürlich jetzt auf eure Kommentare. Mit was habt ihr zum Beispiel gute Erfahrungen gemacht? Schreibt es einfach unten rein. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben möchtet, dann gebt mir gerne ein Abo, da freue ich mich auch immer sehr. Und natürlich einen Daumen hoch für Dr. Anna-Theresa Bauer. Bis zum nächsten Video. Tschüss.